So, ich melde mich hier gerade nochmal, weil ich gestern Abend in der Folge auf die Posts von gestern sehr, sehr interessante Gespräche geführt habe, aus denen dann im Kontext mein Artikel von heute entstanden ist. Wie gesagt, ich halte nur Gedanken fest. Na, kannst du jetzt jeder anhören und selber gucken, was er draus macht. Schulstreik heißt das Thema heute. Und das geht so. Und es geht so. Aus dem gestrigen Artikel entstand über Nacht etwas wie eine Idee. Etwas, das ich heute gerne mit euch teilen möchte. Wer gestern genau gelesen hat, wird gemerkt haben, dass es im Artikel selbst gar nicht so um die Sexualisierung von Kindern geht, sondern darum, wie selbstverständlich alle die eigenen Kinder missbrauchen, indem sie sie in die Obhut anderer abschieben. Und noch so einiges anderes. Dass der Missbrauch das Schlimme ist. Ne? Es folgten einige sehr interessante Gespräche im Facebook und ich musste an Folgendes denken. Der Bruder meiner Ex-Freundin war zu dem Zeitpunkt, als wir zusammen waren, erst 13, aber schon seit 2 Jahren erfolgreich nicht in der Schule. Wie geht das? Die Antwort ist so simpel, wie sie nur sein kann, weil er konsequent war. Und einfach nicht in die Schule gegangen ist. Da konnte die Mutter sagen, was sie wollte, das Jugendamt, Pflegefamilien etc. Er ist einfach nicht hingegangen. Als die Polizei ihn dann eines Tages abholte und ihn zur Schule brachte, stand er einfach 2 Stunden später wieder vor der Haustür. Mein Held! Niemand konnte was dagegen tun. Was denn auch bitte, ihn in der Schule anketten? Ich glaube, das hätte Folgen gehabt, die die Obrigkeit selber gar nicht gewollt hätte. Ihm drohen die Mutter in den Knast zu stecken, obwohl sie sich gar nicht zu Schulde hatte kommen lassen, bis auf dem Jungen keinen Gehorsam in diesem Bezug vermittelt zu bekommen. Ansonsten war der Junge höchst intelligent, sehr aufgeweckt und wach. Aber auch die Mutter ist für mich eine Heldin, weil sie mit ihm war. Trotz des Stresses haben die beiden zusammengehalten. Und das machte das Ganze möglich. Gestern kam dann die Eingebung, dass das ist, was vielen fehlt. Stellt euch mal vor, was auf einmal möglich würde, wenn Eltern statt nur auf das Schulsystem zu fluchen, weil sie Scheiße finden, ihre Kinder aber trotzdem aus ihrer Angst heraus vor den Konsequenzen ihren Kindern vermitteln, dass was diesen Fall jetzt, über den wir gerade sprechen, angeht, die Kinder keine Konsequenzen ihrerseits, also keinen Stress von den Eltern zu befürchten haben, wenn sie es diesem Jungen gleich tun und den Gehorsam verweigern. Die Eltern brauchen nach außen hin nichts weiter zu tun, als zu fragen, ja, was soll ich denn machen? Er oder sie geht einfach nicht hin. Egal, was ich mit ihm mache oder was für Strafen ich ihm drohe. Inoffiziell und untereinander gibt man sich High Five. Und die Kinder machen die Erfahrung, dass sie das nach innen hin nicht mal nötig haben. Was habe ich da geschrieben? Ach so, ja, nach innen hin, nach außen hin, nach innen hin. Na, auch gar nicht nötig haben. Ja, Entschuldigung, habe ich meinen eigenen Meister nicht richtig gelesen. Stattdessen helfen sie sich ebenseitig, dieser Sache durchzuziehen. Den Schulstreik, der durchaus möglich ist. War nicht meine Idee, der kam da gestern rein. Dass da wohl offensichtlich ganz viele Leute sowieso gerade schon mit dem Thema beschäftigt sind, aber irgendwie nicht weiterkommen. Vielleicht hilft das hier. Dann sehe ich, wie gut unsere Kinder heute alle vernetzt sind und einen Schulstreik in 0, nix wie ein Lauffeuer im Land verbreiten können. Ob die Medien da noch drin vorbeikämen? Wenn in den nächsten Wochen immer weniger Schüler in den Schulen auftauchen, noch haben die großen Ferien nicht angefangen, aber es könnten die letzten sein. Und ab August könnte es auch in Deutschland dazu kommen, dass es ein anderes, ein freies Lernsystem gibt. Dazu komme ich gleich noch.
Nicht, weil es irgendwer von oben erlassen hätte, sondern weil wir alle es eingerichtet haben. Alternative Modelle gibt es mehr als genug und ich rede nicht von Waldorf oder sowas. Das ist auch alles Blödsinn. Die müssen alle. Ich verweise gleich auf ein Video, der erklärt viel mehr noch den Widersinn dieser Dinge. Ich rede davon, dass wir unseren Kindern ermöglichen, das zu lernen, was sie gerade wirklich interessiert. Dass die heutige Jugend so doof rüberkommt, liegt daran, dass sie genau das nicht kann. Und uns dann über die Medien als doof verkauft wird. PISA, was für ein Schwachsinn. Es spricht in meinen Augen für die Jugend eines jeden Landes, wenn sie in diesem Test schlecht abschneidet. Schlechte Sklaven sind das und damit gute Menschen. So, und ich schreibe das hier, weil ich glaube, dass wir so einen umsetzbaren Weg gefunden haben, um endlich etwas Effektives zusammen und gemeinsam zu tun. Vor allen Dingen innerhalb der Familien. Weil diese Aktion, wenn wir die durchziehen, was dann glaubt ihr, was euch das gute Gefühl innerhalb eurer Familie beschert? Definitiv. Vor allen Dingen, wenn die Schule bisher immer ein schwieriges Problem war. Schule schwänzen. Achso, nee, ein wichtiger Satz noch. Ohne dabei auf irgendwen angewiesen zu sein oder warten zu müssen, der gerade nicht dabei ist. Das heißt, das hier ist machbar, ohne auf eine große Masse zu warten, die jetzt mitmacht. Damit kann man quasi selber schon mal anfangen. Und ich rede nicht davon, ey, ab morgen sofort das Kind nicht mehr in die Schule zu schicken, sondern ab hier jetzt gleich anfangen, einfach nur mal die Idee zu verbreiten. Dafür reicht es, einfach nur den Link zu diesem Video ihr braucht keine Werbung für mich zu machen, schreibt eure eigenen Texte, aber am einfachsten ist es, wenn ich mir gerade schon die Mühe mache, euch das hier rein zu chillen, dann chillt mit und nehmt einfach diesen Link und postet ihn so weit weiter, bis das so weit in der Matrix impliziert ist, dass es wahrgenommen werden und umgesetzt werden kann. Ne? Wir sind nicht auf irgendwen angewiesen gerade, der nicht dabei ist. Das hier ist, was wir jetzt unter uns machen können. Schule schwänzen ist keine Straftat. Und wenn es nur Eltern, und es werden nur Eltern eingefahren, gehen in den Knast, die sich weigern, ihre Kinder in die Schule zu schicken. Kein anderer hat irgendetwas zu befürchten, von wegen Knast, weil das Kind nicht in der Schule ist. Das ist auch wieder alles im sehr im Extrem gesehen. Da gibt es Mittelwege. Die Eltern vermitteln den Kindern. Es ist ja hier nicht nötig, ne? Was ja hier nicht nötig ist, steht hier. Also die Kinder sich zu weigern, die Kinder in die Schule zu schicken. Machen wir nach außen hin ja gar nicht. Wir so nach außen, was soll ich machen? Das Kind geht nicht in die Schule, ich kann nichts dran machen, was soll ich machen? Was soll ich mich daneben stellen? Und ich muss arbeiten gehen, geht nicht. Ich habe andere Verpflichtungen, ich kann mich nicht darum kümmern, dass mein Kind in der Schule bleibt. Das müssen andere machen. So, und das würde nur funktionieren, wenn man die Klassenzimmer abschließt und alle ankettet. Und ich glaube, dann würden die Kinder von ganz alleine schon nicht mehr hingehen. In dem Moment, wo sie dann wieder rausgelassen werden, also es funktioniert nicht. Gegen das hier kann man nichts machen. Die Eltern vermitteln den Kindern nur, das ist jetzt wichtig, also für den Elternpart hier von euch, die Eltern vermitteln den Kindern nur, dass sie von ihnen keinen Stress zu erwarten haben, wenn sie bei diesem Schulstreik mitmachen, weil die Eltern ja mitmachen und ihren Part spielen. Und genau aus diesem Grund braucht keine Angst zu haben, mit dabei zu sein. Die Kinder nicht, weil sie von ihren Autoritäten nichts zu befürchten haben und die Eltern nicht, weil sie von ihren Autoritäten nichts zu befürchten haben. Wie ungesund Schule für einen Menschen ist, brauche ich meinen Lesern hier wohl nicht nochmal zu erklären. Und meinen YouTube-Zuschauern wohl auch nicht. Habe ich oft genug von gesprochen. Wer es nicht versteht, Schulen bedeutet beschneiden. Frag mal einen Gärtner oder Baumschüler. Der Baumschüler ist kein Schüler eines Baumes, sondern der, der ihn zuschneidet, ihn in Form bringt. Und das Verb heißt schulen. Wenn der Typ da mit seinem Knipsding da ab, das nennt sich Schulen. Exakt dieser Prozess, und der ist wesentlich älter als das, was wir heute Schule nennen. Da kommt das her. Nicht grundlos. Das ist, was Schulen mit unseren Kindern machen. Sie zu brav gehorchenden Sklaven zu machen. Das braucht hier nicht mehr diskutiert werden. Das sieht inzwischen jeder Blinde klar und deutlich.
Die Frage ist, wie lange wir unseren Kindern das noch antun. Und da ich selbst noch keine leiblichen Kinder habe, kann ich gerade nicht mehr für unser aller Kinder tun, als mich durch diesen Aufruf zu so etwas tatsächlich strafbar zu machen. Aber das nehme ich in Kauf. Das ist meine Sache. Ich habe hier gerade keine Kinder. Ich kann ruhig im Knast gehen. Kein Ding. Diesem Aufruf Folge zu leisten ist allerdings nicht strafbar, wie wir eben schon erörtert haben. Und ab hier seid ihr jetzt im Zug. Ich stehe weiter zur Verfügung, um das zu tun, was ich tun kann. Aber allein kann keiner die Welt retten, haben wir festgestellt. Das müssen wir schon alle zusammentun. So, und dann habe ich hier noch einen 2 Jahre alten Flyer, wo die Idee schon mal kam. Ein 2 Jahre alter Werbeflyer, der an die Schüler gerichtet war, die ihm aus Angst vor den Folgen, nämlich Stress zu Hause, nicht folgten. Ein anderer Aufruf ging an die Eltern, die sich nicht strafbar machen wollten und ebenfalls Angst vor den Folgen, Knast etc. nicht folgten. Was passiert, wenn man allen diese Angst nimmt? Durch die Lösungen, die wir hier gerade alle zusammen, und ich habe sie nur zusammengefasst, das ist nicht meine, ich habe das nur geschrieben, weil ich die Möglichkeit dazu habe. Aber das ist gestern aus dem Kontext durch etliche Gespräche so entstanden. Was passiert, wenn man allen diese Angst nimmt? Bekommen wir dann genug von uns zusammen und mobilisiert, gemeinsam die Schule zu schwänzen und diese Sklavenschmiede ein für alle Mal Geschichte werden zu lassen? Eine Geschichte, von der wir dann irgendwann mal erzählen können, dass wir sie erlebt und mitgeschrieben haben und nicht nur fast. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ich mache das hier, aber ich erwarte nichts. Für all die, die Inspiration brauchen, wie man Kindern anderweitig was beibringen kann, stelle ich dieses Video hier ein. Das ist nur der Anfang. Und da habe ich ein Video eingestellt von André Stern, einen Vortrag Lernen und Leben aus Begeisterung. Ich setze gleich noch den Link zum Blog und das Video und da findet ihr dann auch das Video zum André. Und das verspreche ich euch allen Eltern, die irgendwelche Probleme wegen Schule und ihren Kindern haben, wird nachhaltig innerhalb von 2 Stunden eure gesamte Sichtweise so verändern, dass ihr völlig neues Futter habt. So, und fangt mit dem, im Moment sind wir hier gerade dabei, eine Idee ein bisschen zu pushen. Im Moment braucht keiner noch nicht zu sagen, ja, machen wir morgen schon so. Wer es kann, super geil. Wer schon so weit ist, sich dazu befähigt zu fühlen, gleich zu seinen Kindern zu gehen, ey, komm, lass uns mal dieses Video gerade zusammen angucken und mal darüber reden, was wir davon halten. Das ist das, was man nicht nur mit seinen Kindern machen kann, sondern das kann man gerade mit allen, wenn ich weiß, ich habe einen Freund oder sonst irgendwas, der mit dieser Thematik beschäftigt ist. Lasst uns mal diese Idee genauer angucken. Dazu ist gerade nichts weiter übrig, als die Idee rumgehen zu lassen. Wie gesagt, der Link zu diesem Video ermöglicht es jedem auf simpelste Art und Weise. Und auch das ist nicht strafbar. Es ist auch nicht mal strafbar, diesen Aufruf zu diesem Streik, der keine Straftat ist, dieser Aufruf, dieses Video hier zu machen und euch allen solche Sachen in den Kopf zu setzen, das ist strafbar. Aber das ist meine Sache. Das ist geregelt. Kein Problem. Da braucht ihr euch nicht drum zu kümmern. Es zu verbreiten, wenn es im Internet ist, ist nicht strafbar und erst recht nicht, es im Kontext dessen zu tun, sondern, hey, was haltet ihr davon? So macht man sowas. So simpel ist es. Und dann könnt ihr selber einfach mal gucken, ob ihr euch morgen nicht schon zu mehr befähigt fühlt und wie es nächste Woche aussieht. Kleine Schritte, jeden zu seiner Zeit. Aber wenn man geht, merkt man, dass man in ein paar Schritten meistens schon da ist. Wo man vorher gedacht hat, wie komme ich da rüber? Alleine ist es immer sehr schwer. Aber wenn man auf einmal Rückendeckung hat, weil man merkt so, boah, wir sind nicht alleine. Das ist was, wo gerade irgendwie offensichtlich doch sehr viele Leute irgendwie Interesse dran haben. Wenn es so ist. Wenn nicht, dann bleibt das hier ein blödes Video mit, keine Ahnung, 200 Aufrufen und
Es wird weiter Sklavenschmieden geben und so, aber das ist dann halt auch nicht mein Problem, weil ich habe ja noch keine eigenen Kinder und ich kann da auch noch drauf warten, bis es soweit ist. Und jemand wie André Stern zeigt mir, dass mir überhaupt keine Gedanken ist, kann morgen schon ein Kind bekommen und weiß, es wird trotzdem nie in eine Schule gehen und ich dafür auch nicht in den Knast, weil das ist vor allen Dingen in Deutschland ein Problem. Gibt andere Länder, da gibt es, ne, und die Erde ist mein Zuhause. Ich kann einfach dahin gehen, wo das passt. Aber ich weiß, meine Kinder werden niemals eine Schule sehen. Nie. Das habe ich mir schon geschworen, als ich in der Schule war. Weil ich so zum Kotzen fand. Und froh war, als es endlich vorbei war. Ja. Hier noch ein nettes Bild vom André. Netter Franzose. Und wahnsinnig inspirierend. Hier noch ein schöner Blick nach draußen. Es windet ein wenig, aber es ist sonnig. Liebe Grüße aus Mallorca. Und ja, denkt drüber nach, guckt, was ihr machen könnt, und dann gucken wir einfach, was aus dieser Idee wird. Vielleicht stirbt sie, vielleicht nicht. Es liegt nicht in meiner Hand. Und das ist auch gut so. Adele.